Ihr reist mit 640 Tonnen an. Riesen LKW. 640 LKWs, Tonnen? 640 Tonnen Equipment pass auf, an. Mit 640 Tonnen nein, Equipment pass auf, an. Das hat wenn man lesen kann, 640 Tonnen. Nein. Aber ist egal. Da steht 640. Ja, dann musst du dich mal bei deinen Redakteuren beschweren, dass ich bin die Redakteurin. Dass die das nicht ordentlich aus dem Internet rauskopieren können. 640 Tonnen ist ein bisschen mehr als nein, das, was du wiegst. Ganz viele LKWs. Ein bisschen mehr, aber nicht, aber nur ein bisschen. Nein, also nein, wir reisen mit LKW, also, mit Nightlinern durch genau. Die Republik. Ist die größte Zauberproduktion, Zaubertour so von Deutschen, die es seit Jahrzehnten oder überhaupt gegeben hat. Also es ist eine Riesenproduktion, die sich da auf den Weg macht durch Deutschland. Was darf denn da nicht fehlen? Das Publikum, weil... Nein, bei dem Equipment, Mensch, Andreas. Nein, ich sag mal, wir versuchen ja, möglichst vielen Leuten einfach eine tolle Show zu bieten. Und ja, wir gehen unseren Weg und wir haben halt viel Material dabei, um halt möglichst vielen Leuten einfach auch verschiedene Sachen zu bieten. Wir haben zum Beispiel das Bahnschienen verbiegen. Wir waren jetzt vor ein paar Wochen bei Uri Geller zu Hause in seinem Garten, weil er es nicht glauben konnte, dass wir Bahnschienen verbiegen. Und da haben wir gesagt, ey, wenn du es nicht glaubst, wir fahren zu dir hin, wir zeigen es dir. Und in der Show haben wir da unglaublich viel Pyrotechnik im Einsatz. Ja, da fackeln wir die halbe Bude ab. Da ist Rammstein so echt ein gutes Vorbild. Er ist auch gelernter Pyrotechniker. Ja, also er hat wirklich einen staatlich geprüften Schein. Ja, hier. Und ich könnte hier eine Explosion starten. Und das macht ihr hoffentlich gleich. Und so haben wir halt verschiedene Sachen einfach dabei, um was für so die Rammstein-Fans dabei zu haben, aber auch für diejenigen, die einfach sich mal so richtig romantisch verzaubern lassen. Das geht auch bei uns. Sag mal, könnt ihr uns mal ein bisschen verzaubern? Habt ihr vielleicht so ein paar Tricks parat? Ich kann eine Kleinigkeit machen. Wir hatten ja vor 3 Monaten diese Show in der Tuya Arena vor 10.000 Zuschauern. Laut aller Aufzeichnungen ist es die größte Zaubershow, die je in Deutschland stattgefunden hat. Also war der Hammer. Und wir führen ja wirklich sehr große Illusionen auf, für die man auch jede Menge LKWs braucht, um sie überhaupt in eine Arena zu schieben. Erzähl nicht so viel, du sollst jetzt ein Show-Eck machen. Aber wir haben da vor 10.000 Zuschauern auch eine Sache gemacht, die kann ich auch hier machen. Unter diesen kleinen Close-Up-Bedingungen. Ich weiß nicht, hast du einen Geldschein vielleicht dabei? Irgendwie mal so. Warte mal, ich habe vorhin noch schnell Zigaretten geholt für meinen Chef. Ich habe nichts dabei irgendwie. Du hast nie was dabei, das ist ja immer der Trick. Aber ich habe nur einen Fünfer. Ja, da war auch noch ein 50er drin, glaube ich. Na komm, ist egal. Aber ein Fünfer reicht doch, oder? Fünfer reicht jetzt, komm. Kannst du mal probieren. Ah, danke für das Mikrofon, genau. Natalia. Bitte, Natalie, ja? Ich werde diesen Geldschein nun verschwinden lassen. Hammer, oder? So. Oh, guck mal, langsam wird sie böse in den Augen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Zoom mal ein bisschen ran. Ich krempel mir die Ärmel hoch, dass ihr seht, dass nichts aus dem Ärmel kommt und nichts dorthin verschwindet. Und ich zeige es in Slow Motion, ja, also in Zeitlupe. Ich mache so langsam, also dass du gerade nicht sehen wirst, wie es funktioniert. Na komm. Und wenn jetzt aus 5 Euro 50 Cent werden... Da wäre ich wirklich sehr wütend dann, aber... Dann wäre es der Griechenland-Trick. Genau, sehr gut. So, ich leg mal los. Normalerweise spielen wir wunderschöne Musik dazu ein. Die denken wir uns jetzt einfach. Los geht's. Er wird nicht verschwinden, aber der Geldschein wird seine Farbe verändern. Und dann haben wir tatsächlich 50 Euro. Ja, dann nehme ich den mal. Ne? Ist der Vielen Hammer, Dank, oder? War total toll. So, wir müssen jetzt schnell weggehen. Ich brauche noch Zigaretten. Für mein Chef. Ja, alles klar, bitteschön. Dankeschön. Ja, und das führen wir auch in jeder Tour statt auf. Und also die Show besteht im Prinzip nur aus dem Show. Wir bitten immer Leute auf die Bühne, uns Geld zu leihen. Ja, Mensch, aber schön, dass ihr da wart. Ihr tourt. Ja, ganz fleißig. Los. Über 30 Städte durch ganz Deutschland, durch die Republik. Also wer noch tolle Weihnachtsgeschenke sucht oder vielleicht zum Nikolaus was für die Freundin haben möchte. Ja, also wir geben die Freundin so auch wieder zu. Verhältnismäßig günstig. Die Tickets, ja. Also wir möchten in erster Linie Familien ansprechen. Wirklich auch die Mutter mit dem Kind und auch die Oma und den jungen Single. Deswegen haben wir es sehr günstig gehalten. Die günstigsten Tickets gibt es ab 29 Euro. Und das ist für eine Zaubershow extrem human. Ja, für euch. Zwei vor allem.